Ursache ist in der Hauptsache die sogenannte Kopf- und Hüttensteuer. Die Neger haben so gut wie keinen lohnenden Absatz für ihre Produkte des Feldes. Ihre Rinder und Ziegen haben dieselben bis auf geringen Bestand zur Aufbringung der Steuern hergegeben. Und nur noch sehr wenige haben etwas Vieh. Wer die Steuern nicht bezahlen kann, muss für die Station fern von den Seinigen arbeiten und ist der Willkür der Askaris preisgegeben. Diese sogenannten Tributarbeiten hasst der Neger bis aufs Tiefste. Er muss sich dieselben jedoch fügen, sonst wird ihm sein Vieh fortgenommen und seine Hütte mit allem, was drin ist, verbrannt. Meine Ansicht geht dahin, dass wir nach dem bestehenden System Gefahr laufen, diese schöne Kolonie durch unsere eigene Schuld zu verlieren. Wir müssen erst lernen, den Neger richtig als Mensch und nicht als Vieh zu behandeln. Angestellter der Ostafrika-Gesellschaft. Ja, mit diesen Worten möchte ich euch ganz herzlich willkommen heißen zu der zweiten Folge dieser Reihe zur deutschen Kolonialgeschichte und zu Kolonialverbrechen. Und an meiner Seite möchte ich ganz herzlich willkommen heißen Carol in Dresden. Hallo. Und Olli in Köln. Hallo. In der ersten Folge habe ich euch ja schon über die Kolonialgeschichte Deutschlands berichtet, wann die Kolonien gegründet worden sind, wie sie sich entwickelt haben. Nochmal vielleicht ganz kurz zusammenfassend, in welchem Jahr gab es denn die erste Kolonie und welche war denn das? Wisst ihr das noch? Ich muss jetzt schnell die Karte aufmachen. Schneiden! Das müsste Südwestafrika gewesen sein. Ich glaube, genau. 84. Das ist hundertprozentig korrekt. Ja. April, meine ich, hattest du gesagt. Boah. Mensch, du, das hast du noch in Erinnerung. Olli, du bist top. Wahnsinn. Nicht schlecht. Genau. Aber ich habe mir jetzt zwei besonders blutige Niederschlagungen von Aufständen herausgesucht, die, bis zum Völkermord gehen. Und von denen möchte ich euch nun berichten. Ja. Also zum Ersten möchte ich den weniger bekannten Aufstand raussuchen, das ist der Machi-Machi-Aufstand von 1905. Also ich habe in der ersten Folge schon mal berichtet, dass Ostafrika wirtschaftlich ausgebeutet wurde. Und neben dieser wirtschaftlichen Ausbeutung gab es eine hohe Kopf- und Hüttensteuer für die Einwohner. Und die konnte durch Geld oder halt auch durch Arbeitsdienst abgeleistet werden. Und sehr viele konnten dieses Geld nicht aufbringen und mussten den Arbeitsdienst wählen. Sie wurden dann häufig weit abseits ihrer Heimat eingesetzt und direkt eigentlich an Plantagenbesitzer verkauft. Und diese Kopf- und Hüttensteuer wurde als einer der vielen Ursachen durch Zeitgenossen gesehen als Grund für den Machi-Machi-Aufstand. Und da in diesem Zusammenhang fällt eben das Zitat, was ich zu Anfang der Folge vorgelesen habe. Also nochmal grob zusammengefasst. Eben die Ursache ist in der Hauptsache die sogenannte Kopf- und Hüttensteuer. Und dann ist es eben das, was ich erzählt habe. Die Leute können die Steuern nicht aufbringen, sie werden weit weggebracht. Und dort der Willkür der Askaris als auch der Landbesitzer preisgegeben. Die Askaris waren die deutschen Hilfstruppen, schwarze Hilfstruppen, aber von außerhalb, also aus dem Sudan und Ostafrika vor allen Dingen. Aha. Ja. Und das Wort Neger steht da leider. Das ist halt aus der Zeit. Ja, ja. Nicht, dass er mich hier in den falschen Zusammenhang bringt. Nein, das ist schon klar. Ich fand halt diesen letzten Satz. Wir müssen erst lernen, den Neger richtig als Menschen, nicht als Vieh zu behandeln. Ja. Doch ganz passend. Ja, das zeigt, wie die Situation wohl gewesen ist. Ne? Mhm. Des Weiteren wurde dann noch die Jagd eingeschränkt. Also die Selbstversorgung wurde schon mal schwieriger. Es wurden Reservate geteilt, spezielle Feste verboten und der Lohn wurde teilweise erst Monate später ausgezahlt. Also die Steuern, die man bezahlen sollte, durch den Lohn, den man durch Arbeiten bekommt, konnte man nicht bezahlen, weil der Lohn nicht ausgezahlt worden ist. Naja. Mhm. Mhm. 1905 brach dann im Süden von Deutsch-Ostafrika der sogenannte Machi-Machi-Aufstand aus. Jetzt fragt ihr euch doch bestimmt, was ist denn Machi-Machi? Olli, genau. Dein Einsatz. Was ist Machi-Machi? Machi ist das Suaheli-Wort für Wasser. Also Wasser. Mhm. Und das war ein Wunderwasser aus Gerste, Mais, Wasser, ja. Das Bier wurde in Afrika erfunden.
Ja. Ach nee, fehlt noch Hopfen und Malz. Ja. Auf jeden Fall haben das die Medizinmänner den Menschen gegeben, die das dann unter speziellen Ritualen auftragen sollte. Und dann sollte das eine Unverwundbarkeit geben, Reichtum, Glück, Schutz vor Kugeln. Ja. Jedoch war es mit einer Handvoll oder vielen Verboten mit einhergehen, zum Beispiel sich umzudrehen. Also das sollte verhindern, dass die Leute weglaufen. Und wenn sie eben weggelaufen sind und überlebt haben, dann war das ja, weil sie sich umgedreht haben, sind sie halt, haben sie verloren. Man durfte keinen Geschlechtsverkehr haben vor dem Kampf. Man durfte bestimmte Sachen nicht essen. Und es gab also immer die Möglichkeit des Medizinmannes zu sagen, ja, der Schutz hat nicht funktioniert, weil... Ja. Problematisch wurde es für den Aufstand jedoch dadurch, dass es rivalisierende Stämme gab, arabische Händler und alte Konflikte, die einen einheitlichen Aufstand verhindert haben. Und dementsprechend gab es nie eine gemeinsame Bewegung. Es waren viele einzelne Krisengebiete. Geleitet wurde der Aufstand von den Medizinmännern, den sogenannten Hongo. Diese bereisten Dorf nach Dorf und riefen zum Kampf auf und unterstützt durch ihr neues Wundermittel, den Machi. Die Hongo setzten dann vor Ort lokale Anführer ab und setzten ihnen liebe, also neue Herrscher ein, die dann ihnen nach dem Mund sprachen. Und innerhalb von wenigen Wochen breitete sich der Aufstand über ganz Ostafrika aus. Und die Deutschen reagierten darauf mit der Taktik der verbrannten Erde. Wisst ihr ungefähr, was die Taktik der verbrannten Erde bedeutet? Ja, indem man halt alles verbrennt auf dem Weg, damit die gar keinen Nachschub kriegen. Genau. Und damit waren Hungersnöte quasi vorprogrammiert. Und mit Hilfe von Stämmen, die nicht in den Aufstand beteiligt waren, gelang es dann dem Deutschen Reich, im September 1905 den Aufstand niederzuschlagen. Die Folgen waren verheerend. Also es werden ca. 75.000 Tote geschätzt, bis zu 300.000. Es gab nur ca. 400 deutsche Verluste. Und wenn ich jetzt ein Beispiel bringen kann, das ist der Stamm der Pangwa, von denen vor dem Krieg vor dem Aufstand ca. 30.000 gab. Nach dem Aufstand nur noch 1.000 bis 1.500. Und drastischer neben den normalen Kriegshandlungen wirkte sich eben die Taktik der verbrannten Erde aus, an der mehr Menschen starben als an den Kriegshandlungen. Und zum Beispiel wurden 25% der eingeborenen Frauen unfruchtbar. Eine Strafpolitik, wie wir sie später in Südwest finden, gab es jedoch nicht. Grund vor allen Dingen dafür war der Gouverneur Graf Götzen, der in der Literatur dann immer als hart, aber dennoch menschenfreundlich beschrieben wird. Also sobald sie sich dann unterworfen haben, war es dann wieder einigermaßen okay. Klingt jetzt böse, aber im Vergleich zu Südwest, was wir dann gleich hören, war das dann noch gemäßigt. Was es nicht minder schlimm macht. Die Taktik der verbrannten Erde, da sind ganz viele Menschen dran verhungert dann. Gut, so viel zum Aufstand, also zum Machi-Machi-Aufstand. Ja. Dann möchte ich jetzt zum Aufstand der Herero und Nama 1904 bis 1907 kommen. Ich habe schon bei der ersten Episode erwähnt, was ungefähr die Gründe waren, und jetzt nochmal ganz kurz resümierend, also es gab 1897 diese Viehpest, also die dann gefolgt worden ist von Malaria-Epidemien, Heuschrecken-Epidemien, Hungersnote. Und die Herero als Hirten auf Weideland angewiesen, bekamen immer weniger Land, immer weniger Vieh, und sie fürchteten eben um ihre Zukunft. Und sie mussten ihr Land immer häufiger aufgeben, weil sie sich nicht mehr davon ernähren konnten. Es gab jedoch für diesen Aufstand eine Vielzahl von Gründen. Und es gibt einen Bericht eines deutschen Verwaltungsbeamten, den ich kurz zitieren möchte. Der Krieg ist von ganz kleinen Dingen gekommen und hätte nicht kommen brauchen. Einmal waren es die Sturmen, das sind Kaufleute, mit ihren schrecklichen Wucher und eigenmächtigen, gewaltsamen Eintreiben.
und wer nicht zahlen wollte oder konnte, den verfolgten und plagten sie. Dann ist es der Branntwein gewesen, der die Leute schlecht und gewissenlos gemacht hat. Wenn jemand trinkt, dann ist es ihm gleich, was er tut. Aber das schlimmste Übel, also es ist übrigens ein schwarzer Beamter, aber das schlimmste Übel ist, was viel böses Blut und Streit hervorgerufen hat, die Vergewaltigung unserer Frauen durch Weiße. Manche Männer sind totgeschossen worden, wie Hunde, wenn sie sich weigerten, ihre Frauen und Töchter preiszugeben und drohten, sie mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. Während solche Dinge nicht geschehen, wäre kein Krieg gekommen. Aber er ist bei solchen Vergewaltigungen ausgebrochen. Er war mit einem Mal da und es war kein Halten mehr. Mhm. Jeder rächte sich und es war, als sei kein Verstand mehr unter den Massen. Mhm. Wie ich finde, ein ganz gutes Zitat, um das ein bisschen zu erklären. Also es hat niemand mit diesem Aufstand gerechnet. Deutsch-Südwestafrika war eigentlich ruhig. Mhm. Die Herero, insbesondere der Oberleutnant, der Oberherr Samuel Maharero, war eigentlich gut befreundet mit Leutwein und gibt einen sehr interessanten auch Briefaustausch mit Hendrik Witboy, der zwar ein bisschen Widerstand geleistet hat, aber dieser Aufstand lag nicht in der Luft. Mhm. Und völlig überraschend standen die Deutschen im Januar 1904 vor dem Aufstand der Herero. Mhm. In den Monaten zuvor hatten sich die Namen im Süden ja erhoben, aber das Militär war da schnell da und hat den Aufstand relativ, ja, bevor er wirklich schlimm worden konnte, beendigt. Ja. Jedoch waren die Truppen nun im Süden des Landes. Und was ich schon mal erwähnt hatte in der ersten Episode, Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia, ist riesig. Ja. Es ist größer als das heutige Deutschland. Ja. Bis die Truppen dann im Norden bei den Herero waren, das hat gedauert. Ja. Und dadurch waren zu Beginn die deutschen Siedler im Norden ungeschützt. Und es gab mehrere Morde an deutschen Siedlern, die später nochmal wichtig werden sollten. Mhm. Im Mai 1904 wurde dann Lothar von Trotha, den Namen sollte man sich merken, der militärische Oberbefehl gegeben. Mhm. Der Gouverneur Leutwein, bisher Freund mit den Herero und begrenzend in die Gewalthandlungen, wurde abgesetzt. Mhm. Und am Waterberg stellten sich die Herero dann zum Kampf. Der Waterberg nördlich von Windhoek ist, ein Plateau, so würde ich nennen, fast. Genau, so ein Plateaugebirge, also Plateauberg, Waterberg, also der Wasserberg. Höchste Stelle 1800 Meter, also ja. Da konnte man Wasserstellen haben, was damals sehr wichtig war, weil das Wüste und Wasser war die wichtigste Ressource eben. Mhm. Und am 10. August 1904 standen dort eben die Deutschen und die Herero sich gegenüber. Und am 12. August wurde der entscheidende Angriff durch Trotha ausgeführt und er hatte die Herero fast vollkommen eingekesselt. Mhm. Einzig allein in Richtung Wüste konnten die Herero samt Familie und Vieh noch fliehen. Also die Herero waren mit Familie dort, die waren mit ihren, also als Hirten, waren mit ihren Herden am Waterberg. Nicht nur die Krieger, sondern das gesamte Volk war da, der gesamte Stamm. Und von Trotha setzt nun den fliehenden Herero nach, aber er ist nicht, dass er sie einkreist und dann besiegt, sondern er setzt ihn nur nach und treibt sie vor sich her in das wasserlose Feld der Omahake. Die Omahake-Wüste ist eben an diesen Waterberg angrenzend. Und die Flucht wird sehr anschaulich in mehreren Quellenzitaten beschrieben, die ich jetzt mal zitiere. Das sind drei Stück aus verschiedenen Perspektiven und man merkt relativ schnell aus welchen. Wohl 100 Meter breit zeichnete sich der niedergetretene Fluchtweg des Feindes ab. Hier war das ganze Volk mit Wagen und Tausenden von Tieren, mit allen Weibern und Kindern, mit Greisen und Kriegsleuten in eiliger Flucht gezogen. Deutlich sah man die Beweise der verzweifelten, kopflosen Hast, mit der die Hereros davongeeilt waren, nur darauf bedacht, das Leben zu retten, aus dem Wirkungskreis der großen Rohre zu kommen, also der Gewehre und Kanonen. Dann das nächste.
Diese kühne Unternehmung zeigt die rücksichtslose Energie der deutschen Führung bei der Verfolgung des geschlagenen Feindes in glänzendem Licht. Keine Mühe, keine Entbehrung wurde gescheut, um dem Feind den letzten Rest seiner Widerstandskraft zu rauben. Wie ein halb zu Tode gehetztes Wild war er von Wasserstelle zu Wasserstelle gescheucht, bis er schließlich willenlos ein Opfer der Natur seines eigenen Landes wurde. Die wasserlose Omahake sollte vollenden, was die deutschen Waffen begonnen hatten. Die Vernichtung des Herero-Volkes. Es ist relativ klar, aus welcher Sicht das geschrieben worden ist. Dann das Dritte. Wie sehr die Hereros schon damals unter Wassermangel litten, bewies der Anblick der Wasserstellen. Hier fanden sich oft mehrere hundert Wasserlöcher nebeneinander, an denen sie stellenweise bis 40 Meter tief gegraben hatten, ohne Wasser zu finden. An diesen lagen hunderte verendeter Rinder und Schafe umher. Kranke und hilflose Männer, Weiber und Kinder, die vor Erschöpfung zusammengebrochen waren, lagen vor Durst schmachtend in Massen eingekauert seitwärts im Busch, willenlos und halb blöde ihr Schicksal erwartend. Ja, das waren dann die drei Zitate. Ich denke ganz eindrücklich, was die Situation der Hereros in der Omahake angeht. Können wir hier kurz mal über die Verhältnisse, die Kampfbeteiligten, wie viele auf welcher Seite in etwa waren, nochmal kurz, können wir das nochmal wiedergeben, bitte? Das lässt sich relativ schwer schwer erzählen, weil man nicht genau weiß, wie viel die Herero waren. Auf deutscher Seite 15.000. 15.000. Ja, insgesamt in der Niederschlagung beteiligt. Ich weiß nicht, wie viel jetzt am Waterberg standen. Weil wenn man sich die Bilder so anschaut, das ist, die deutsche Seite sieht nicht wenig bestückt aus, muss ich sagen. Also 14.000 kämpfen insgesamt in einem Konflikt. Ist die Frage, wie viele es da am Waterberg standen. Ja, wahrscheinlich 8.000. Ja, also wenn jemand das mit harten Bildern umgehen kann, lohnt es sich in dem Sinne schon, um die Situation nochmal besser vor Augen zu bekommen, indem man sich die Bilder mal anschaut. Es gibt nicht so besonders viele, aber es lohnt sich schon. Es gibt doch sehr eindrückliche Bilder des Ganzen. Haben wir schon davon gesprochen, wie viele Opfer dieser grausamen Kriegshandlung der Deutschen zum Opfer gefallen sind? Nein, aber das ist noch fest geplant. Okay. Das würde ich dann an den Anschluss setzen. Naja, es ist ja noch lange nicht zu Ende, ja. Genau, weil es kommen noch einige. Ja. Also ich meine jetzt konkret, was den Herero-Aufstand angeht. Genau, ja. Da sind wir jetzt im Jahre 1904. Ja, okay. Genau. Also das habe ich schon mal erwähnt, dass sie zu Beginn, als die deutschen Truppen noch im Süden waren, Siedler getötet hatten. Und nun waren sich die Herero wohl der Situation bewusst, dass sie eigentlich keine Gnade von deutscher Seite erwarten konnten. Deshalb begaben sie sich wahrscheinlich nicht in Gefangenschaft freiwillig, weil sie eigentlich davon ausgehen konnten, getötet zu werden. Und am 2. Oktober 1904 gab dann auch von Drotha, der Oberbefehlshaber, einen Befehl an die Truppen heraus, der als Vernichtungsbefehl bekannt wurde. Und aus dem möchte ich auch kurz zitieren. Ich, der große General der deutschen Soldaten, sende diesen Brief an das Volk der Herero. Die Herero sind nicht mehr deutsche Untertanen. Sie haben gemordet und gestohlen, haben verwundeten Soldaten Ohren und Nasen und andere Körperteile abgeschnitten und wollen jetzt aus Feigheit nicht mehr kämpfen. Ich sage dem Volk, jeder, der einen der Kapitäne, das habe ich in der ersten Episode erwähnt über die Kolonialgeschichte, glaube ich. Die Kapitäne war die Bezeichnung für die Häuptlinge in Namibia, also in Südwest. Wird geschrieben Kapitän, ne? Also Kaufmann Anton, ja. Paula Theodor Emil Ida Nutpol, Kapitän, ja. Genau. Jeder, der einen der Kapitäne an meiner Station als Gefangene abliefert, erhält 1000 Mark. Wer Samuel Maharero, das ist der Oberhäuptling der Herero, erhält 5000 Mark. Das Volk der Herero muss jedoch das Land verlassen.
wenn das Volk dies nicht tut, so werde ich es mit dem Grotrohr, also einem großen Rohr mit den Gewehren, dazu zwingen. Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen. Dies sind meine Worte an das Volk der Herero, der große General des mächtigen Kaisers. Das sagte von Trotha. Genau. Mhm. Am selben Tag gab es noch eine Ergänzung. Dieser Erlass ist bei dem Appell der Truppen mitzuteilen. Mit dem Hinzufügen, dass auch der Truppe, die einen der Kapitäne fängt, die entsprechende Belohnung zuteil wird. Und das Schießen auf Weiber und Kinder so zu verstehen ist, dass über sie hinweggeschossen wird und sie zum Laufen zu zwingen. Ich nehme mit Bestimmtheit an, dass dieser Erlass dazu führen wird, keine männlichen Gefangenen mehr zu machen. Ich sag mal, wo der schießen. Aber nicht zu Grausamkeit gegen Weiber und Kinder ausartet. Diese werden schon fortlaufen, wenn zweimal über sie hinweggeschossen wird. Die Truppe wird sich des guten Rufes des deutschen Soldaten bewusst bleiben. Der Kommandeur, gezeichnet von Trotha, Generalleutnant. Das ist echt der Wahnsinn. Ich meine, er wusste ja, dass er sie dann trotzdem in den Tod schickt. Also wenn sie ihn auch nur drüber hinwegschießen. Mhm. Oder? Ja. Ich meine. Klar. Oh. Und dass er es wusste, ist eben bis Mitte 1905 ließ von Trotha die Omahake abriegeln. Kaum jetzt habe ich die Frage, Herero. Hatten sie die Möglichkeit, in andere Länder zu flüchten oder war das da, waren die Grenzen damals dicht? Dann mussten sie erstmal durch die Omahake durch. Es sind ein paar, haben es geschafft, in britisches Kolonialgebiet zu fliehen. Von der Strecke, ja. Ja, aber wenn ich gleich die Todeszahlen aufzähle, fällt ja auf, es haben nicht mehr viele überlebt. Wow. Dieser Schieß- bzw. Vernichtungsbefehl von Trotha wurde am 8. Dezember, also er wurde gemacht am 2. Oktober und am 8. Dezember wurde er vom deutschen Kaiser wieder aufgehoben. Mhm. Ja, aber er war trotzdem da. Ja. Und im Oktober 1904 griff dann aufgrund der allgemeinen Kriegshysterie, die Deutschen hatten gedroht, alle Schwarzen zu töten, die Nama ebenfalls an. Und führten bis in den Frühling 1907 einen Guerillakrieg gegen die deutschen Truppen. Und dieser Krieg ist als Hottentottenaufstand bekannt. Hm. Hottentotten sagt einem vielleicht mehr als Nama. Hm. Hottentotten war die damalige Bezeichnung für die Nama. Und im Zusammenhang fällt dann auch eben die Hottentottenwahlen. Naja. Ganz wichtiger großer Name ist der Napoleon Afrikas, ne? Jakob Morenga. Ja, genau. Eine wichtige Rolle spielt. Hm. Das war einer der, schon mal gehört. Hm. Einer der Aufständigen, einer der Kapitäne. Ja. Und wie zu Beginn des Herero-Aufstandes waren die Deutschen überrumpelt. Die Nama hatten sich am Anfang noch beteiligt am Krieg gegen die Herero. Hm. Hm. Und sie hatten im Norden, im Süden ist wieder auch keine Truppen stationiert. Hm. Und so konnte es passieren, dass 35 Farmer durch die Nama ermordet wurden. Hm. Und dann, als die Deutschen dann langsam in den Süden kamen, kapitulierten nach und nach die Nama-Stämme, bis schließlich 1907 der letzte Aufständige getötet wurde. Hm. Der Nachfolger von Leutwein und von Trotha, Friedrich von Lindqvist, sammelte die überlebenden Hereros und Nama in Konzentrationslagern, wo sie dann bei Bahnbauarbeiten helfen mussten. Also Konzentrationslager, eine gute alte deutsche Tradition. Hm. 1906 waren mehr als 14.000 Herero in den Konzentrationslagern. Im Konzentrationslager auf der Haifischinsel in der Lüderitzbucht starben 1032 von 1700, also von 1795 der Gefangene. Von den 245 Überlebenden waren nur noch 25 arbeitsfähig. Der Rest konnte nur noch auf Stöcken gehen. Das Ergebnis der Niederschlagung, wo wir gerade eben schon mal nach den Todeszahlen gefragt haben, war, dass von geschätzten 60.000 bis 80.000 Hereros 1911 nur noch 15.130 lebten. In den Lagern? Ja, ich rechne bloß gerade im Kopf durch, das sind dann also roundabout 64.000, 65.000 tote Herero. Ja. In den Lagern waren 7.700 gestorben, in den Konzentrationslagern, rund 45% der Insassen. Was die Zahl der KZs im Dritten Reich nochmal übersteigt. Hm. Bei den Nama bietet sich ein ähnliches Bild. Von etwa 20.000 Angehörigen lebten nur noch 9.781. 25% der noch überlebenden Nama und Herero wurde deportiert
teilweise nach Kamerun, wo es ja diesen akuten Arbeitsplatzmangel gab, wie ich in Folge 1 schon mal erwähnt hatte, wo sie aufgrund des unbekannten Klimas und der harten Arbeitsbedingungen teilweise elendig verendeten. Auf deutscher Seite wurden etwa 14.000 Soldaten eingesetzt, von denen 1.500 den Tod fanden. Und die Kosten erstrecken sich auf 585 Millionen Mark. Was für Kosten? Für den Krieg. Die deutschen Kosten für diesen, für die Niederschlagung des Aufstandes. Also, es werde ich wertend, und weil es lange Zeit in der deutschen Politik, in der deutschen Öffentlichkeit eine Frage war, also meiner Meinung nach war das Massaker an den Herero in der Omaha-Wüste ein Völkermord. Und wenn man jetzt im Zusammenhang mit den Konzentrationslagern und den Konzentrationslagern im Dritten Reich, könnte man eine Kontinuitätslinie ziehen. Also das halte ich da wiederum für schwierig, aber man könnte das Dritte Reich in Abfolge zum Deutschen Kaiserreich zu Völkermord an den Herero stellen. Aber es ist bei weitem nicht so organisiert, wie es dann später im Dritten Reich passiert. Und die bedingen sich auf keiner Weise gegenseitig. Na gut, die Idee war aber geboren. Nee, die Idee war nicht geboren. Die Idee war schon älter. Also auch die Briten hatten zum Beispiel in den Burenkriegen schon erste Konzentrationslager aufgebaut. Also die Idee einer Konzentrationslager ist älter. Aber das sei jetzt jedem persönlich überlassen. Es ist eine sehr diskutable Frage, absolut, inwiefern man dann da Bedingungen zueinander sieht. Es fällt halt nur auf, dass es eine doppelte Entwicklung gibt. Also, aber ja, ich glaube, ja, also man müsste wahrscheinlich dann die Frage stellen nach der Definition von Völkermord. Oder eigentlich nicht mal das, weil Völkermord bedeutet, ein Volk wird vernichtet, ja, gezielt vernichtet. Die Frage ist, warum wird ein Volk gezielt vernichtet? Und ich sage jetzt mal so aus meiner laienhaften Sicht von außen, wenn ich das jetzt so höre und lese und man sich damit beschäftigt, zum Beispiel jetzt mit diesem Herero-Aufstand, dann handelt es sich ja hier um einen Krieg, der ausgebrochen ist zwischen der deutschen Kolonialmacht und dem Herero-Volk, der entstanden ist, weil das Herero-Volk den Aufstand quasi probiert hat. Erst dadurch ist dieser Krieg entstanden, und erst dadurch kam es dann in der Konsequenz zu diesem grauenvollen, brutalen Massakern und Morden und Kriegsverbrechen der Deutschen. Ich weiß nicht, also die Frage wäre eben, wäre es dann ein Völkermord gewesen, wenn es keinen Herero-Aufstand gegeben hätte? Dann hätte es das, weißt du, wie ich das meine? Ich weiß genau, was du meinst, da wollte ich auch noch gerade sagen, zum Beispiel waren auch die Beteiligten halt in deutlich weniger Zahl. Es gab nicht viele Verantwortliche dafür. Es waren kein massenhaftes Unternehmen des deutschen Staates. Der hat da kaum was von mitbekommen. Na gut, wobei man dazu sagen muss, etwas später hat Kaiser Wilhelm II. Eine sogenannte Kolonialgedenkmünze gestiftet für Personen, die an militärischen Unternehmungen in den deutschen Kolonien teilgenommen haben. Die sind wirklich ausgezeichnet worden für derartige Kriegsteilhabe an diesen Aufständen in Afrika. Von Trotha ist abgesetzt worden. Das kann sein, aber schon allein die Tatsache. Ich will es hier nicht revidieren oder irgendwas. Ich wollte schon klar eben nur die Kontinuitätslinie absprechen. Ist mir vollkommen klar. Also ich wollte nur sagen, so ganz Wir sind ja sowieso derselben Meinung. Also so, ich glaube, das war jedem bewusst, was da passiert. Also das ist vollkommen klar, ne? Also auf deutscher Seite. Und wenn man sich noch überlegt, dass es da noch so eine Denkmünze gegeben hat, die einem ans Revers geheftet wurde, weil man irgendwie bei irgendeinem Aufstand irgendwelche Neger dahin geschlachtet hat, das ist schon krass. Also die hundertprozentig. Ja. Definitiv. Elias hat ja eben auch so schön vorgelesen, wie, na, wie waren die Worte, glänzendes, ja, ne? Also diese Propaganda, die wahrscheinlich nach Deutschland so gedrungen ist, ne? Wir mussten da regelrecht aufräumen, wir waren dazu gezwungen. Das war ein Eintrag im Militärbuch. Ja, war das nicht. Ach so, das war noch nicht mal. Okay. Nö, das war keine Propaganda. Es war in Deutschland gar nicht so besonders. Mir kam jetzt gleich so ein Vergleich in den Kopf,
wie Vietnam, der Vietnamkrieg zum Beispiel, durch die ganzen amerikanischen Präsidenten immer schön geredet wurde im eigenen Lande. Und dabei sind die da gnadenlos untergegangen, die armen Schweine. Das ist wahrscheinlich, also nee, nicht wahrscheinlich, sondern das ist natürlich kein Vergleich, weil wir sprechen hier von ganz anderen Verhältnissen. Also die Deutschen. Ja, natürlich, aber es geht um dieses Propaganda, wie es dargestellt wird. Aber du sagst jetzt, in Deutschland ist da nicht so richtig rübergeschwappt, was? Schon. Also es wurde diskutiert im Parlament und man hat es wahrgenommen. Es wird auch darüber berichtet, aber es ist jetzt nicht so in die breite Öffentlichkeit getreten worden, so unbedingt. Mhm. Und es gab auch kritische Stimmen, die dann auch gehört worden sind. Mhm. Aber es war jetzt nicht halt in dem Umfang wie im Dritten Reich. Ich wollte einfach nur wegen der Kontinuitätslinie fragen. Es ging jetzt um die Verknüpfung. Es war halt nicht der Kaiser, der das angeordnet hat und dann jeder umgesetzt hat, das Staat umgesetzt hat. Es war eigentlich ausgehend von Trotha, der auch dafür abgesetzt worden ist. Ja. Hatte man die Scheiße halt an der Backe, dann gut, die paar Neger da unten, um die kümmert sich jetzt mal richtig böse. So ist es ja wahrscheinlich formuliert worden. Na klar. Und damit möchte ich quasi, wie hieß der Mann nochmal, Jürgen, ein Professor aus Hamburg, der zum Völkermord dort viel gearbeitet hat. Caro, der Artikel, den du da auch. Ach so, ich habe leider den Namen jetzt nicht auf dem Schirm. Da gab es so ein Buch. Ja. Ich nenne es mal populärwissenschaftlich. Und der stellt halt da sehr viel in Verbindung. Ja. Dass man das Dritte Reich nur verstehen könnte, wenn man das Kaiserreich und die Kolonialverbrechen dazu nimmt. Er stellt quasi schon so eine Verbindung her und sagt, ohne diese Kolonialverbrechen hätte es wahrscheinlich keine Shoah gegeben. So, also der Mord an den Juden ist die Fortsetzung der deutschen Kolonialverbrechen. Das ist so seine These, die tatsächlich sehr streitbar ist. Und das finde ich jetzt gewagt, weil den Hass gegenüber Juden gibt es schon länger. Ja. Und auch der Altdeutsche, wenn man sich mal näher mit beschäftigen will, der Altdeutsche Verband oder Verein, der ist auch da in dem Sinne sehr interessant. Ja. Aber die hatten halt nichts mit dem Völkermord an den Herero zu tun. Das war eben von Trotha vor allen Dingen und dann der deutsche Staat, dem das relativ egal war. Ja. Aber bevor wir dann vielleicht noch kurz diskutieren, möchte ich noch auf das Verhältnis zwischen Deutschland und Namibia eingehen. Mhm. Also der BRD dann. Wie heute Deutschland zu den Namibia steht. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Ich gebe mal eine Vermutung ab. Wo willst du einsteigen? In welchem Mann willst du einsteigen etwa? Mit dem Besuch des ersten deutschen Kanzlers seit 1904. Aha, okay. Wann war das? Das ist eine gute Frage. Lass mich mal tippen. Mhm. In 60ern, 70ern eher. Noch später. 1995. Ach du Scheiße, okay. Helmut Kohl. Gut, also meine Vermutung war, also nach Kriegsende, nach Ende des Dritten Reichs, es ist ja, glaube ich, allbekannt, dass die Entnazifizierung bis heute noch nicht abgeschlossen ist. Hat es, glaube ich, eine ganze Weile gedauert, bis diese ganzen Kolonialverrückten, die also immer noch diesem Gedanken der Kolonialisierung anhingen, also ich glaube, da hat es noch eine ganze Zeit lang Versuche gegeben, daran festzuhalten und das irgendwie wieder aufleben zu lassen. Das ist so meine Vermutung. Also ich glaube, deswegen wundert mich das jetzt offen gestanden gar nicht, dass es erst 1995 oder so 95. Da den ersten offiziellen Staatsbesuch gegeben hat, wahrscheinlich auch mit einer hinter verschlossenen Türen ausgesprochenen Entschuldigung oder sowas. Nö. Nicht mal. Nö. Also genau, Helmut Kohl war 1995 der erste deutsche Kanzler seit 1904, der Namibia besuchte. Hm. Und er vermied dabei ein Zusammentreffen mit den Herero. Die deutsche Regierung bedauerte zwar das Geschehene, wies aber jedwede Verantwortung an den Geschehnissen zurück. So, 2004, dann sind wir schon fast heute, nahm die damalige Bundesentwicklungsministerin Heidemarie Wiczorek-Zeul, ich habe die damals FDP. Nicht wahrgenommen. FDP war die, glaube ich. Passt. Ne? An einer Gedenkfeier zum 100. Jahrestag am Waterberg teil. Dabei bekannte sie sich zur deutschen Verantwortung am und für den Völkermord an den Herero und Nama. Dann zitiere ich kurz aus ihrer Rede. Die damaligen Gräueltaten waren das, was heute als Völkermord bezeichnet würde. Wir Deutschen bekennen uns zu unserer historisch-politisch-moralisch-ethischen Verantwortung
und zur Schuld, die Deutsche damals auf sich geladen haben. Ich bitte sie im Sinne des gemeinsamen Vaters unsers um Vergebung unserer Schuld. Hm. Ja. So. Schloss sie Entschädigungszahlung genau. aus. Sie verwies, jetzt wird es interessant, sie verwies irre. Auf die vorhandene Entwicklungshilfe an Namibia. Unglaublich, unglaublich. Die Entwicklungshilfe ist halt nur problematisch, weil dann wieder das typisch afrikanische Bild kommt. In Afrika herrscht meistens ein Stamm. Hm. Und aufgrund der Grenzziehung sind das ja die Länder meistens mehr Stämme. Die, also die Länder umschließen mehr Stämme. Und in Namibia ist der Stamm der Obambo an der Macht. Mhm. Und das gesamte Entwicklungsgeld oder fast das gesamte Entwicklungsgeld geht an die Obambo und nicht an die Herero. Mhm. Jetzt sagt der deutsche Staat hier aber, wir geben das an Namibia und das Land ist selber dafür verantwortlich, dass das jeder bekommt. Wenn die das nicht machen, dann ist das nicht unsere Schuld. Da möchte ich kurz eins mit hinzugeben. Ja. Es gab im Januar 2017 kannst du mit 2017 vielleicht noch warten? Achso, Entschuldigung. Ah, sorry. Also, ja, ich gehe noch ein bisschen weiter. Okay. Kannst du ja rausschneiden. Schneid's raus. Wenn ich dran denke. genau, und ebenfalls 2004 trafen sich Angehörige von Herero und der Familie von Trotha. Die Familie von Trotha hat eben um Vergebung gebeten und sie auch bekommen. Mhm. 2015, jetzt sind wir wirklich bald in der heutigen Zeit, bezeichnete der Präsident des Deutschen Bundestages Norbert Lammert die Kolonialverbrechen in Namibia als Völkermord. Wie auch der Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich 1915. Mhm. Das war sehr wichtig für das Verhältnis zur Türkei. Mhm. Denn wenn man den Völkermord an den Armeniern anerkennt, dann muss man eigentlich auch den Völkermord an den Herero anerkennen. Mhm. Und mit Lammert erklärte auch das Auswärtige Amt die Niederschlagung des Aufstandes zum Völkermord. Mhm. Steht weiter, dann stand 2015 jedoch weiter eine offizielle Entschuldigung aus. Und daneben die Rückgabe aller menschlichen Überreste, die nach dem Völkermord nach Deutschland gekommen waren. Mhm. Also sehr viele Universitätskliniken, Charité und so weiter haben Skelette, Leichen zur Obduktion, wie immer, mitgebracht. Mhm. Und die Überreste liegen teilweise immer noch, teilweise sind sie in den letzten Jahren zurückgegeben worden, sondern liegen in den Unikliniken. Mhm. Im Juli 2016 erkannte auch die Bundesregierung in einem offiziellen Dokument die Massaker als Völkermord an. Also mehr als 100 Jahre nach dem Völkermord wird es nun anerkannt als Völkermord. Hm. Gleichzeitig lehnte sie jedoch jedwede Verantwortung, finanzielle Verantwortung ab. Es gäbe nur eine historisch-politische Verantwortung. Und seit 2017, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus willst, klagen Vertreter der Herero und Nama in New York gegen die BRD für Entschädigungszahlungen. Ja, richtig, genau. Das wolltest du? Das wollte ich sagen, ja. Genau. Und das ist noch offen. Und naja, es ist die Frage, inwiefern. Also, die ist nicht der erste Versuch, den die Hereros und. Es ist aber der erste Versuch, dass es durch ein Gericht tatsächlich angenommen wurde. Genau, das bis jetzt haben die meisten gesagt, nö, ist nicht unsere Aufgabe als Gericht. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal den Machi-Machi-Aufstand von Anfang der Folge in Erinnerung rufen, Tansania lehnte Anfang dieses Jahres, als beim Besuch von Heiko Maas, Reparationszahlungen ab. Ja. So viel dann von meiner Seite erstmal zu den Kolonialverbrechen am Beispiel jetzt des Machi-Machi-Aufstandes und des Völkermordes an den Herero und Nama. Also ich muss ja jetzt sagen, ich war in dem Thema nicht drin und das jetzt auch so, ich muss auch gestehen, jetzt in den Medien ist es gar nicht so rübergekommen, gerade in den letzten Jahren, was du ja eben noch gesagt hast, dass es ja im Prinzip jetzt anerkannt wurde. Ist, finde ich, gar nicht so rübergekommen. Also, dass da, also ich weiß nicht, wie es euch da, ja, ihr kanntet euch da wahrscheinlich eher schon aus, aber ich wusste davon, dass jetzt nicht so. Und ich muss echt sagen, das ist, finde ich, doch sehr heftig. Ja. Wie es dann abgelaufen ist. Auf jeden Fall. So. Ja, nee, ich glaube auch, also es ist,
kaum thematisiert. Ich glaube, in der Wissenschaft sieht es da ein bisschen anders aus. Da ist die Forschung schon ein Stückchen weiter. Aber ansonsten ist es kaum ein Thema, das ist richtig. Also ich meine, man muss dazu sagen, dass natürlich jetzt die letzten schlimmen Kriege, also dem Zweiten Weltkrieg und die schlimmen Kriegsverbrechen, die die Deutschen verursacht haben, die hängen natürlich über allem und überdecken das vermutlich auch. Ne? Und wenn wir jetzt gerade ja, davon sprichst, ist es halt was, das war ja, wer die erste Folge gehört hat, war das Ganze eigentlich im Rahmen eines Live-Vortrages, den ich gehalten habe, der leider tonqualitativ relativ miserabel war. Hm. Und dann kam das Argument auf in der Diskussion, ja, wenn Deutschland jetzt anfängt, Namibia und den Hereros und den Lamas Entschädigungszahlungen zu bezahlen, ja, dann kommt jeder um die Ecke. Ja. Das ist, ja. Und dann kommt Polen nochmal, dann kommt Griechenland nochmal, dann kommt der Balkan, dann kommt Frankreich, dann kommt Italien. Ich meine, Deutschland hat es geschafft, in der Geschichte relativ viel kaputt zu machen. Und dann ist die Frage, wie weit geht man zurück? Aber ich finde es auch Entschuldigung. Ja. Nein. Also ich finde es dann noch eigentlich unfassbar, dass es überhaupt so lange gedauert hat, überhaupt sich mal zu entschuldigen im Prinzip. Ja. Also, boah, das ist schon... Ich meine, dass das ein Völkermord war, war schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg klar. Mhm. Also die ältesten Bücher, die ich gefunden habe, die von einem Völkermord sprechen, die kommen aus den 60ern. Mhm. Das war bekannt. Man muss sich vorstellen, ich meine, bis in die 70er rein hat es immer wieder so eher subversiv, aber hat es immer wieder Versuche gegeben, dieses Kolonialding nochmal aufzugreifen. Also so in kleineren Kreisen. Also das ist nie weg gewesen. Ne? Mhm. Also es gab da so diesen Kolonialkriegerbund, die haben dann versucht, irgendwie so Pläne auszuarbeiten, wie kriegt man das hin? Und also das ist halt wirklich wie mit dieser Entnazifizierungsgeschichte. Es gibt halt Unmengen von Menschen, die einfach noch diesen schrecklichen Dingen, die da passiert sind, nachhängen. Beziehungsweise gibt es vielleicht auch deren Nachfahren dann noch, die dann eben auch entsprechend geprägt sind. Aber so diese Kolonialgesellschaften, das muss man sich mal vorstellen, die waren ja noch bis 1992 steuerrechtlich relevant. Das muss man, also diese Vertragsgeschichten, all das, diese Schutzgebietsgeschichten, also das ist schon irre, ne? Also das, aber darüber hat natürlich auch keiner gesprochen. So, das ist halt so, wie eben irgendwelche alten NSDAP-Schergen dann als Richter noch jahrelang gearbeitet haben als Bundesdeutsche. Das ist halt echt, ja. Ich möchte noch kurz was ergänzen, was mir eingefallen ist. Also die Briten haben das dokumentiert, was die Deutschen gemacht haben. Zu der Zeit, also die wenigen Herero, die rübergekommen sind nach Bechuanaland, die haben denen das berichtet. Die Briten wussten das und es gibt die Dokumente. Also es war bekannt seit, also ich meinte jetzt mit den 60ern, seitdem wird es in der deutschen Forschung behandelt. Sei es auch am Rande und erst in den 90ern dann wieder ein bisschen größer geworden. Aber es war bekannt. Aber ohne relativieren zu wollen, wie war das denn mit den anderen Kolonialmächten? Wie war es denn mit Großbritannien? Oder wie war es denn mit den Vereinigten Staaten von Amerika, die halt auch andere Gebiete hatten? Ich glaube, die waren eher irgendwie in Amazonas-Gebiet. So. Also die Amerikaner waren auf den Philippinen. In Liberia war ein bisschen was, dann Guam und sowas. Aber, nee, wisst ihr was? Ich habe da so, es gab da so ein Bild, den habe ich vor vielen Jahren mal gesehen. Das war jetzt kein staatlicher Kolonialismus, sondern das war dieser Privatkolonialismus. Ja, okay, was war das? Fordlandia. Müsst ihr euch mal angucken. Ja. Total irre. Benannt nach Henry Ford, der irgendwo im Regenwald oder so Kautschukplantagen, der hat riesen Mengen Flächen gekauft und wollte dort Kautschukplantagen für Gummireifen, bla und so weiter. Und diese Bilder in diesem Bildband, die waren so beeindruckend, weil das war dann irgendwie nach, weiß nicht, 5 Jahren war das Ding erledigt, weil das hat alles hinten und vorne nicht geklappt. Die haben sich da total übernommen und Fehlplanung. Aber die ganze Infrastruktur ist noch da und das ist so irre. So, aber die Frage, zur Frage. Also, wie haben sich die anderen Kolonialmächte verhalten?
Also natürlich war keiner das, das friedfertige Kind vom Herrn. Das Unschuldslamm, das habe ich gesucht, danke. Ja. Also so Niederschlagungen wie des Machi-Machi-Aufstandes, den findet man bei allen Kolonialmächten. Und dann, was halt die Härte angeht, des Herero-Aufstandes, ja, dann wird es schwierig, sowas zu finden. Ja, ja. Sehr interessant ist noch Belgisch-Kongo, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt noch der belgische Freistaat, der im Besitz des belgischen Königs war, Leopold, und dem der belgische Staat damals dem König abgenommen hat, weil er so schlimm mit seinen Untertanen umgegangen ist im Kongo. Hm. Also was da abgegangen ist, ist auch noch vergleichbar. Hm. Aber trotzdem sticht... Wie gesagt, also ohne relativieren zu wollen. Es ja, ist ja, wirklich auf jeden Fall. Ja, nee. Ja, ja. Aber es sticht trotzdem heraus, der Völkermord. Ja, also der Völkermord an den Herero und Nama. Ja. Der Rest nicht. Der Rest ist allgemeines imperialistisches Vorgehen. Das hat sich jeder Staat Schuldige gemacht. Deswegen, dass Tansania dann auch noch anfängt und Reparationszahlungen fordert, ja, dass da der deutsche Staat sagt, nein, ist klar. Deswegen haben die wahrscheinlich gesagt, wir wollen nichts und wollen lieber gute Beziehungen. Ist verständlich, weil die Aussicht, dass sie was bekommen, ist gering. Und man muss damit dazu sagen, dass all diese Geschehnisse quasi ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis sogar weit hin in das Gebiet oder in den Zeitrahmen des Zweiten Weltkrieges, wo es ja dann nochmal Versuche gab, dass all diese Geschehnisse mitunter ja auch eine Auswirkung dessen sind, was wir heutzutage erleben. Nämlich, dass wir auf dem Rücken dieser Territorien, dieser Menschen, dieser Länder unseren Wohlstand aufgebaut haben. Ja, also diese ganzen Kolonialmächte, Großbritannien, Frankreich, Deutschland. Ja, Deutschland weniger, aber. Ja, gut. Also es war der Versuch, bei Deutschland war es der Versuch, ja. Und das muss man immer wieder im Kopf behalten, wenn dann plötzlich Menschen hierher kommen, die sagen, wir wollen das auch. Ja? Das ist schon Wahnsinn. Also das ist eben genau das Interessante an Geschichte und an Historie, dass es eigentlich immer möglich ist, einen Faden zu finden von der Vergangenheit ins Heute und Verbindungen zu knüpfen und festzustellen, dass das alles, alles miteinander verwoben ist. Mhm. Ja. Ich habe da mal eine Doku gesehen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, um die Hähnchenteile, die Hähnchenreste. Oh, ich war in Ghana. Also wir überfluten die ja mit unserem Hund. Ja, mit unseren, in Anführungszeichen, Abfällen. Und die können selbst keine Hühner züchten. Das lohnt sich, rentiert sich für die einfach. Die Hühnchen sind von dem europäischen Staat subventioniert, sprich die Bauern bekommen Geld dafür, dass sie die machen. Es gibt nur die Überproduktion und die schlechteren Teile werden Afrika geliefert. Und so zu Schundpreisen, dass es sich für die nicht lohnt, eigene Hühnerfarmen zu haben. Genau. Ich möchte mal noch etwas zur Erleichterung, also vielleicht also Moment, ich raschle gerade, Entschuldigung, ich muss wegschneiden, schneiden. Ich habe am Ende habe ich an ein Lied denken müssen. Vielleicht kennt ihr das sogar. Kennt ihr die Band Ja Panik? Nein. Es tut mir leid. Es gab ich glaube, es war so eine Art Seeräuber oder so, der 1700 irgendwann oder so eine utopische Republik gegründet hat. Da ging es um Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die sogenannte Republik Libertatia oder Libertalia auch genannt. Da musste ich manchmal denken, zum Ende hin. Und ich empfehle vielleicht, wenn ihr etwas runterkommen wollt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und vielleicht irgendwie einen Spotify-Account habt oder YouTube geht auch, gebt mal da ein Ja Panik, Ausrufezeichen, so heißt die Band und das Lied Libertatia. Und das ist ein schöner Text, der im Prinzip dieses gesamte Kolonial- und Imperialverhalten in Frage stellt und Bezug nimmt auf diese utopische Republik da, diese Libertatsrepublik, und sagt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit
und diese Ideale versucht da ein bisschen, ja. Und dieser Typ, der diese Libertatia-Republik gegründet hat, oder diese, also so erdacht hat, eher, es war ja eher so eine, ne, Utopie, der hat sich als wachsamer Hüter der Rechte und Freiheit der Völker verstanden und als Schutzmauer gegen die Reichen und Mächtigen. Das passte gerade so, also gedanklich passte das irgendwie so total in dieses Gemetzeln und in diese schrecklichen Verbrechen, die da geschehen sind, einfach nur um Macht zu haben. Ja, naja. Gut, würde ich sagen, beschließen wir dieses traurige Kapitel deutscher Geschichte. Und, ja, aber vielleicht noch eine, ja, eine doch Frage, noch eine ja. Frage, weil das ist ja auch so ein bisschen mit der Untertitel. Also grausame Räuber, die wir waren. Die Frage das ist war ja, glaube ich, Kapitel unbestritten. Der, ne? Das war der Titel der Veranstaltung, um die das, es immer noch richtig, geht. Richtig, richtig. So, also ich glaube, das ist ja außer Frage. Grausame Räuber, die wir waren. So, nächste Frage aber. Schuldkult, ja oder nein? Sind diese schrecklichen Verbrechen, die da passiert sind, ist da jetzt ein Schlussstrich zu ziehen? Und ist das der BRD weiterhin noch anzurechnen, ja oder nein? Das ist jetzt mal noch die Frage, die ich in die Runde werfe. Dann möchte ich kurz berichten, was so das die allgemeine Meinung am Ende der Diskussion an einem Abend war. Mhm. Genau. Mhm. Also der deutsche Staat hat eine Verantwortung dafür. Ja. Okay, da bin ich ja schon mal das beruhigt. War der allgemeine Tenor. Widerspruch dagegen gab es eigentlich keinen. Ja. Es war nur die Frage, wie ist der deutsche Staat zur Verantwortung zu sehen? Zu ziehen. Ach so, zu sehen. Da hatte halt die Leute unterschiedliche Verständnis von Demokratie und wie sieht die Verantwortung aus? Fangen wir bei der ersten Sache an. Also viele Leute, was ja auch momentan häufig so rüberkommt, ist ja, dass der deutsche Staat irgendein fremdes Wesen für einen ist. So, wo man nicht Teil von ist, sondern man wohnt nur in dem oder so, sowas. Das ist ja noch ganz angenehm. Mhm. Aber wenn man quasi zurückgeht auf Demokratie, Demokratos, das Volk regiert, ist ja eigentlich der Staat bestimmt durch die deutschen Bürger. Also ohne die deutschen Bürger gibt es keinen deutschen Staat und die bedingen sich gegenseitig. Ja. Und dementsprechend ist durch eine Verantwortung eines Staates hat jeder Bürger Verantwortung, weil er eben diesen Staat bildet. Dann gab es halt auch so, stimmt, der deutsche Staat ja, die Bürger nein. Mhm. Wie gesagt, dann ist die Frage, wie sehr kann man denn Staat und Bürger trennen? Schwierig. Ja. Und der allgemeine Tenor war dann auch schon in die Richtung, wie es der deutsche Staat momentan macht. Also wir haben eine Verantwortung für Namibia, für den Völkermord. Das war unsere Schuld. Ja. Aber Geld zahlen wollen wir in dem Sinne nicht über die Entwicklungshilfe hinaus. Ja. Lieber gute Verhältnisse mit Namibia haben und Handel und es war dann so, wenn wir dann anfangen, für jeden, was ich auch schon mal im Laufe der Episode angedeutet habe, im Anfang für jeden Scheiß zu bezahlen, die unsere Vorfahren geleistet haben. Dann wären wir so dran wie Afrika. Dann sind wir irgendwann aber arm. Dann sind wir Afrika. Und mal ganz im Ernst, verdient hätte sich das Deutschland dann, ne? Also es hat sich tatsächlich, also im wahrsten Sinn des Wortes, verdient. Ist dann die Frage, ob du dann darunter leiden sollst. Ja, so das leiden ist ja eine andere Frage. Das muss man ja trennen. Das muss man ja ganz klar trennen. Was das für Konsequenzen dann für den einzelnen Bürger hat, ist die eine Sache. Es geht um die Frage, hat der deutsche Staat Verantwortung und muss er dafür zahlen? So, das ist die Frage. Und also wie gesagt, auch aus meiner ethisch, Sicht. Aus ethischer Sicht würde ich sagen, ja, muss er. Ne? Ich würde sagen, nein. Also erstens kannst du Menschenleben eh nicht in Geld aufwiegen. Nee, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Lieber unterstütze die Herero ein bisschen mit Aufbauarbeiten oder so ähnliches mit Infrastruktur. Haben sie doch schon, ne? Die haben doch schon Infrastruktur, haben sie gesagt. Die durch die Konzentrationslager gebauten Eisenbahnlinien. Aber also eine Verantwortung definitiv. Jetzt nicht eine Verantwortung wie eine Mord. Also wenn du jemanden umbringst, hast du eine Verantwortung für den Mord, ganz klar. Ja. Aber das hat kein Bürger mehr momentan dafür. Ja. Keiner ist nach Namibia gezogen und hat da Menschen umgebracht. Das waren dann auch nicht die Generation unserer Eltern, auch nicht wahrscheinlich nicht die Generation unserer Großeltern, eher unsere Urgroßeltern. Kommt es ungefähr hin von der Zeit. Aber deswegen verstehe ich auch nicht, Helmut Kohl war es, hast du gesagt, ne? Ja. Dass er nicht einfach zumindest diese Worte, diese Entschuldigung
Ja, weil das ist ein Schuldeingeständnis. Ja, gut, aber und ich meine. Ich glaube, also rein rechtlich wollte er sich, glaube ich, also das ist ein Risiko, was er eingeht. Und die Vicerec Zoll, die dann erstmals quasi da teilgenommen hat an dieser Gedenkveranstaltung, hat sich da, glaube ich, schon weit aus dem Fenster gelehnt. Aber ich bin so zynisch und unterstelle in diesem Falle der damaligen Regierung, dass da wiederum andere Gründe eine Rolle gespielt haben, nämlich dass es dann wieder letztlich um Handel und weiß der Geier irgendwas ging. So, das ist leider so. Also da unterstelle ich der Politik überhaupt keine Moral. Das ist bedauerlich, aber ich bin da so eingestellt. Das kann ich aus meiner Warte nicht, also weder das eine noch das andere sagen, da bin ich einfach... Das ist also rein gefühlt, also das ist so meine Wahrnehmung einfach. Das ist jetzt keine Wahrheit oder so, sondern das ist meine Wahrnehmung. So. Naja, also spannendes Thema. Aber Olli, vielleicht noch du. Wie siehst du das denn zu der Schuldfrage und so? Ja, Schuld, da brauchen wir nicht drüber reden. Es ist passiert, wir waren es im Prinzip. Aber du warst es ja nicht. Nein, natürlich, aber ja. Aber es waren halt Deutsche, ist einfach so, oder? Also, und ich bin Deutscher und meine Vergangenheit gehört, also auch die Vergangenheit meiner Vorfahren gehört auch mit dazu. Und insbesondere, wenn du dich, wie es nun mal die AfD tut, auf diese 1000-jährige Geschichte und mit diesem kleinen Vogelschiss drauf und die quasi die guten Seiten übernehmen willst, dann musst du ja eigentlich auch die schlechten Seiten übernehmen. Natürlich. Ja. Natürlich habe ich niemanden, ich habe auch nie Gedanken in die Richtung gehabt oder sowas. Natürlich habe ich nichts gemacht. Ja, natürlich. Ich hätte mich hier gerade im Kopf und Kragen. Ja. Nein, ich meine nur, natürlich habe ich nichts Aktives getan oder so, aber wie gesagt, ich meine, das sind meine Vorfahren, sie haben es getan und ich bin ja ganz, also der Meinung bin ich auch, wir tragen als deutscher Staat eine Verantwortung und als deutscher Bürger bin ich Teil des deutschen Staates. Ja. Auch wenn wir gerade warum auch immer irgendwas nicht gefällt, aber ich wohne ja trotzdem hier und bin deutscher Bürger. Ja. Aber wie gesagt, bei Geld wird es dann wieder schwierig, weil wie bemisst man Leben und Ja. Aber ich. Das ist eine sehr hohe philosophische Diskussion. Dann. Verweise ich da jetzt einfach mal auf unseren linksgrün versifften Podcast, den ich mit Furt Fischer betreibe, Medienkompetenzübung. Da könnt ihr euch mitunter 3 Stunden lang rants über irgendwelche AfD, AfD-Leute anhören. Spacken. Was? Oder über andere Dinge. Genau, ja. Ansonsten, ja, ihr seid jetzt hier richtig bei Historia Universalis und ihr könnt euch, also wir machen keine Meinung. Nein, geht mal in euch und denkt mal drüber nach, wie ihr das so seht, wie ihr das empfindet. Das ist sicher immer ganz gut, wenn man sich damit auseinandersetzt. Wir können ja derweil mal noch kurz mit anbringen, wer das nicht mitbekommen hat. Wir sind auch jetzt in der Mediathek der NR Vision vertreten. Das ist die Bürgermedienplattform Nordrhein-Westfalens, gefördert von der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, zu finden unter nrvision.de. NRVision wird geschrieben NRW wie Nordrhein-Westfalen und dann ision.de. Und dort einfach mal eingeben, Historia Universalis, da findet ihr uns. Oder andersrum, falls ihr das jetzt gerade auf NRVision hört, genau, dann kommt ihr wo ganz anders hin und das kann uns jetzt mal Elias erzählen. www.historia-universalis mit is.fm. Korrekt. Das ist unsere Website. Dort kann man kommentieren, dort kann man unsere Mailadresse finden. podcast@historia-universalis.fm. Und man findet vielleicht noch das eine oder andere. Wir haben eine kleine Bibliothek, die noch hoffentlich gefüllt wird, wenn ich mal was schreiben würde. dort. Jo. Lohnt es sich vielleicht auch mal vorbeizuschauen und die Episoden sich anzuhören. Genau. Ansonsten findet ihr uns bei Facebook, bei Twitter. Einfach mal so den Namen eingeben, dann findet ihr das garantiert. Alle Kontaktdaten findet ihr auch auf der Internetseite historia-universalis.fm. Ihr findet uns auf iTunes und den üblichen Plattformen, wo es so Podcasts gibt. Oder wenn ihr einen coolen Podcatcher, also eine App habt, mit der ihr
Podcasts auf dem Handy zum Beispiel hören könnt, dann gebt einfach Historia Universalis ein und dann sind wir dann da. Dann könnt ihr euch aus der NR-Vision ausklinken und das auch so hören. So. Gut, dann würde ich ja, dann Abend vielen Dank, Elias, dass du ein wenig Licht in die deutsche Geschichte für mich gebracht hast. Dunkle. Ja, danke schön. Gerne. Auch wenn es ein dunkles Kapitel war. Mhm. Ja, es gibt so viele dunkle Kapitel in der deutschen Geschichte. Das ist schon. Naja. Dankeschön, Elias. War ein sehr spannendes und interessantes Thema. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für eure Geduld. Und ja, schaltet einfach wieder ein, beziehungsweise schaut hin und wieder mal rein. Ja, auf Wiederhören. Bye. Ciao.